Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Euro Truck Simulator. Ah, wir haben in der letzten Folge echt wesentlich mehr Strecke geschafft, als ich dachte. Wir haben jetzt noch knapp 300, ich glaube, etwas über 300 Kilometer vor uns. Oh. Sollte was in der Folge auf jeden Fall schaffen. Und dann. Gut, wenn wir so. Ah, die ist sogar unter 200 Meter. 200 Kilometer. Unter 300 Kilometer. Goddammit. So. On the road again. Wir müssen aber auf jeden Fall Schlafplatz finden, denn ja, wie man sieht, unser Bett ist rot und gehen tun wir auch schon. Und zwar auf die 80 zu. Was? Aber wetten, genau jetzt werden wir wieder 30 Kilometer lang keinen Schlafplatz erfinden. Na gut, wenn es noch 30 werden, wäre es ja schön. Ha. Also wenn wir also die restlichen Kilometer auf jeden Fall in der Nacht machen, weil wenn wir jetzt pennen gehen, wachen wir gerade dann auf, wenn es gerade Nacht geworden ist. Die werden müde. Oh, siehst du? Schon wird's dunkel. Mach ich doch. Wow, 666.000. Eine Glückszahl. Das kann nur Pech bringen. Oh, schon wieder eine Solarpark. Voll cool. Der ist auch größer als der letzte, ne? Oh ja, der ist größer. Jetzt auch nicht riesig oder so, aber. Also siehst du, eigentlich. Ich wollte euch ja irgendwie doch nochmal die Stelle zeigen. Ah ja, diese Flightcam ist schon ganz geil. Genau, hier. Nein. Hier, genau. Hier war das, wo ich meinte, dass hier die alte Autobahn abgeht. Und da siehst du hier halt richtig, dass hier wirklich einfach die neue Autobahn die alte einfach abgelöst hat. Und diese Abfahrt hier ist wirklich bloß noch für die Raststätte. Deswegen halt ist sie halt offen. Weil halt über diese Spur hier hinten halt zur Raststätte raufkommst. Aber du siehst halt hier, ne? Dass die jetzt wirklich auch den Zaun lang gebaut haben. Also die eigentliche Autobahn selber ist schon gesperrt, die auch schon leicht überwuchert. Ist also völlig abandoned. Und hier haben sie auch bei der alten, bei der neuen Autobahn. Hier sind ein paar witzige Spuren, okay. Auch eine Abfahrt drauf gemacht, die dann auch wieder hier immer lang geht. Und sich dann mit der alten Autobahn verbindet, indem sie einfach deren Platz einnimmt, dann etwas auf der alten Autobahn lang führt und dann hier hinten wieder abgeht, um dann zwar eigentlich eine Raststätte zu fahren. Ja, das heißt quasi, sie haben die alte Autobahn halt, ne, stillgelegt sozusagen, die neue Autobahn hier aufgemacht, die Raststätten sind aber immer noch die alten, von der alten Autobahn, und dementsprechend haben sie halt die alte Autobahn genutzt für die als Auffahrt und Anfahrt und weiß ja geil was. Also schon echt, ne, so ein bisschen so
wenn man sich das auch dort teilweise so ein bisschen so Geschichten bilden kann. Schon immer ganz cool, ganz unterhaltsam. Vor allen Dingen halt super abwechslungsreich, ne? Sowas. Also ist bisher die einzige Stelle, die ich kenne, die so ist. Ja. Sehr schnicke. Ich meine, dass es jetzt wirklich so aussieht wie hier, dass die Fahrbahn über die Fahrbahn geht, ist natürlich Engine-bedingt, weil die Engine halt sowas nicht kann. Gut, man könnte jetzt hierfür extra Streckenabschnitte modellieren. So viel Mühe wollte sich den SCS-Software scheinbar nicht machen. Aber, ne, so trotzdem, ja, schon sehr, sehr schnieke. Wobei, ich weiß gar nicht, vielleicht haben sie es im Echten auch nochmal über asphaltiert. Kann ich mir zwar nicht vorstellen, aber möglich wär's. Ja. So viel dazu. Ich weiß doch. Ich hör's ja. Also ich weiß ja nicht, wie weit im Echten die Raststätten auseinander sind, so im Durchschnitt. Aber wir sind jetzt schon weit über 100 Kilometer gefahren und ja, schon wieder ewig keine Raststätte mehr gesehen. Das ist doch nicht mehr normal. Wow. Und ich sollte weniger am Steuer trinken. Warum mein Mikrofon eigentlich so hoch? Schon wieder. So, so ist gut. Also ich nehme Wetten an, ne? Was wir zuerst finden? Raststätte oder unser Ziel? Deprimierend. Ah, da kommt eine Raststätte. Yay! Oh, doch nur 700.000. Ah, dann haben wir also weit unter eine Mille.
100 Kilometer! Yay! Warum fährt der Bus so langsam? Normalerweise fahren sie doch über 80. Mal gut, Warnkamera, Fotoeinstellungen. Gibt es hier Weißabgleich? Stärke. Nee. Warum gibt es hier keine, ne, also so grundlegende Kameraeinstellungen, die jede Kamera hat, ja? ISO-Profil, Belichtungszeit, gibt es hier gar nichts. Was ist das für ein Bullshit? Gut, ich meine, wir können natürlich auch einfach fake und einfach sagen, okay, ist Tag, so easy, let's go. So, kommt die Sonne am besten schön. So, wir stehen genau an der Haltelinie. Oh, machen wir Tagfoto. Nachtfoto geht nicht. Das ist wirklich ein Feature, was noch fehlt. So eine, sowas wie Belichtungszeiten. Dass du auch schöne Nachtfotos machen kannst. Das fehlt definitiv. Definitiv. Warum ist hier ein Pfeil? Ist da gar keine Abzweigung. Oder war der Pfeil schon für da hinten, für die Abzweigung? Das wäre schon relativ früh. Achso. Gut, das war... Irgendwie dachte ich gerade für einen kurzen Moment, dass wir auf einer normalen Straße fahren und die linke Spur hier für den Gegenverkehr ist. Aber nee, wir sind immer noch auf der Autobahn, sind beides unsere Spuren. Ja. Well.
demnächst rechts abbiegen. Rechts abbiegen und dann bleiben Sie immer geradeaus. Immer geradeaus. Warum soll man hier stehen bleiben, wenn man von hier gar nicht den Verkehr sehen kann? Ich verstehe teilweise das Konzept nicht so ganz. Na, fahr doch mal, Junge. Hält jetzt den Verkehr hier auf. Führung. Demnächst rechts abbiegen. Rechts abbiegen und dann links. Wow, was ist das für eine Brücke? Was sind wir hier gerade? Ah, ne, ist ein Schiff, ist ein Hafen. Biege nach links. Das war eine schöne Fahrt. Ja, wenn du meinst. Oder nicht, Sonnenbrücke. Ist eine Brücke und ein Schiff. Ah genau, hier vorne ist ein Schiff und das ist eine Brücke. LOL. Ah. Das sind Öltanker. Oder Benzin, also. Oder? Nee. Nee, so Fußgängerbrücke. Was ist denn das hier? Ah, wer weiß. Wer weiß das schon. Und wir haben nicht mal ein Level geschafft. Oh mein Gott. Aber wir haben jetzt fast 900.000. Das sollte reichen für eine neue Garage. Wollte schon wieder Werkstatt sagen. So, ja, ich nehme das nur erstmal für den Fall, dass wir was brauchen. Aber ich glaube nicht, dass wir was brauchen. Wie sieht eigentlich überhaupt aus? Unsere Sonnengarage sind alle voll ausgestattet, ne? Ja, und alles 5er. Sehr gut, das ist ja hier unsere. So, das heißt, wir brauchen eine neue Garage. Garage kaufen. Wie sieht es denn hier aus? Hier haben wir noch. So, sonst mal haben wir, ne? Na gut, hier oben haben wir auch noch nicht so viel. Hier haben wir bereits alle, die wir brauchen. Ich würde fast sagen, wir holen hier oben noch eine, ne? Sagt mir alles nix. Russland! Sankt Petersburg! Wo ist Moskau? Ah, das ist ja. Das ist ja auch Russland. Eine Garage. Aber machen wir in die hier Stadt. Ist zwar Russland, aber die Stadt an sich sieht wenigstens relativ gut aus. Schöne Altstadt.
Von daher, let's go. So, Garage Manager. Wo ist er? Da. Aufrüsten. Let's go. Gut, von der Stadt, wie man es jetzt nicht so viel so dunkel ist. So, LKW-Händler. Ah, nee, erstmal gucken, was fahren wir für LKWs. Was brauchen wir für LKWs? LKW-Manager. Und wir haben unsere bunten Volvo-Line. Wir haben ein paar Scania. Haben wir mal Volvo? Zwei Volvo? Hä? Achso, okay. Genau. Der erste ist ja den wir fahren. Deswegen haben wir da nachträglich noch einen nachgekauft. Für die Farbkolonne. Und der andere ist auch für uns. Leute, holen wir uns am besten einfach nochmal eine Flotte Scania. Volvo. Möchte doch. Scania braucht keine Sau, da haben wir schon 3, 4, 5. Oder wir können uns auch DAF holen. DAF haben wir auch noch nicht so viele. Ja, holen wir uns ein paar DAF. DAF. Darf es noch ein DAF sein? So, Flotten Configuration. Warum kosten die alle verschieden viel? ...483... Kostet der Lack bei denen jeweils verschieden oder was? Ja, tatsächlich. Die Lacks kosten immer verschieden viel. Okay, das verklärt natürlich einiges. Wobei, der teuerste ist der gelbe. Was bei dem anders? Oh, tatsächlich doch der Lack. Boah. Wofür für ein bisschen Lack? Naja. Gut, da würde man sagen, kaufen. Nein, nicht nochmal grün. Da, danke. Perfekt. So, Arbeitsagentur. Was haben wir denn so für Material, sag ich mal. So, erstmal hier Frauenquote. Let's go. So. Hier hat keiner. Doch, ja, Fernfahrer. Direkt eingestellt. Irgendwie bist du direkt dabei. Mit zweimal Fernfahrt. Da bist du gesuchter Mann. Oh, ja, auch hier. Einmal Fernfahrt und alles andere auch. Not bad. So grün wie er ist, kriegt er den grünen LKW. Ach, das hat er schon. Ah. Ah. Ist denn die gelben LKW? Egal. So, Alter, was hier gerade da? Alter, voll viel gutes Material. Alter, müssen wir mal gucken hier. Haben wir noch ein paar Frauen? Oh ja, Fernfahrt. Let's go. Wir müssen natürlich auch ein bisschen auf die Frauenquote achten. Nice. So viel gut Fernfahrer dabei, Alter. Das hält es im Kopf nicht aus. Alter, so viele am Fernfahrer. Ja, wir haben immer noch. Achso. Da siehst du genau. Ein bisschen was haben wir so gebraucht von der Bank. Tada! Da rettet das aus. So. Dann wir können es sogar so machen. Easy.
Okidoki. Dann haben wir doch das schon mal gemacht. Ja, ich würde mal sagen, Rest in der nächsten Folge. Da sieht man sich dann wieder. Bis dann.